und herzlich willkommen zu einem neuen Unterwegs in Dessau. Dieses Mal der achte Teil. Ich zeige euch das Georgium und wie sehr ich den Frühling liebe. Viel Spaß! Ich starte heute wieder am Eingang vom Tierpark und gehe aber diesmal in die andere Richtung, was sich da hinten verbirgt. Das zeige ich euch heute und da kann man schon mal ein bisschen von sehen. Aber vorher drehe ich mich nochmal um und zeige euch das Mausoleum, was das letzte Mal ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber gehe jetzt schon weiter in die andere Richtung und da sieht man auch schon das Georgium. Da, hinter den Büschen, kommt es hervor. Und ich erzähle euch jetzt auch noch ein bisschen was dazu, denn 1780 wurde es im Auftrag von Prinz Johann Georg durch Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff erbaut. Da ist es nochmal. Es wird gerade dort saniert und gebaut und das ist ein bisschen blöd, weil da kann man es nicht in voller Pracht sehen. Das Georgium beherbergt heute die Anhaltinische Gemäldegalerie, in der altdeutsche und niederländische Gemälde zu sehen sind. Die Umgebung des Gebäudes, die ich euch gleich noch zeige, wurde zu einem Wörlitz-ähnlichen Park angelegt. Die Gartenanlage enthält zahlreiche klassizistische und romantisierende Parkgebäude, Skulpturen und Denkmäler, zu denen ich euch gleich noch ganz viel zeige. Jetzt aber nochmal das Georgium von vorne und hinter uns ist auch eine Orangerie. Und dort gibt es auch eine Gaststätte, die am Georgium heißt. Jetzt gehe ich weiter durch die Parkanlage Richtung Ziebig und möchte euch sagen, dass ich euch gleich die römische Ruine oder besser gesagt unter den Dessauern bekannt, die sieben Säulen zeige. Ich mache es ein bisschen spannend. Und da sind sie auch schon. Da sieht man sie. Ja, wirkt ein bisschen für mich wie das Brandenburger Tor. Das kleine Brandenburger Tor von Dessau. Ja, und ich gehe sogar gleich durch. Durch die sieben Säulen gehe ich durch. Um sie euch auch von vorne zu zeigen. Meine Damen und Herren, ich gehe jetzt durch und zeige Ihnen die sieben Säulen von Dessau oder wie meine Schwester sagen würde, das Tor zu Narnia. Tada! So, weiter geht's Richtung Ionischer Tempel. Aber auf meinem Weg dahin habe ich einen Kelch gesehen, der mitten hier im Nichts steht. Ich glaube, das ist der Feuerkelch von Harry Potter oder so. Naja. Das ist der Ionische Tempel. Und eines der klassizistischen Gebäude hier in der Parkanlage. Aber vorher sehe ich gerade einen Krokus. Also eigentlich mehrere Krokusse auf der Wiese, die sieht man aber hier ganz schlecht, deswegen hole ich einfach mal den einen Krokus hier ran. Der wird jetzt YouTube-Star. Nein, Spaß beiseite. Und auf der Wiese stehen noch so viele Blumen, aber die sieht man alle nicht. Nochmal der Tempel mit Stufen. Haha. Auf der Wiese waren echt viele Blumen. Ja, man sieht doch ein bisschen was. Soll ich euch mal sagen, ich liebe den Frühling. Ich liebe den Frühling, wenn alles anfängt zu blühen. Die Krokusse, die Schneeglöckchen, die Osterglocken und die Tulpen. Ich liebe Tulpen. Und ich freue mich auch schon mit meinen Eltern Anfang April in den Wörlitzer Park zu gehen.
Hier sieht man sehr schön die ganzen Krokusse. Und wie gesagt, sie blühen im Georgengarten. Blühen aber auch in anderen Teilen der Stadt schon. Jetzt zeige ich euch, die Sonne guckt raus. Jetzt zeige ich euch das Georgium nochmal von hinten. Dort wird weniger saniert. Ich gehe weiter. Und da habe ich einen versteckten Pfad entdeckt, der zu den zwei Nachbildungen antiker Torbögen gehört. Das ist eine davon. Und da gehe ich jetzt einfach mal rauf. Ich weiß nicht, ob ich eine geklatscht kriege von irgendjemandem, wenn ich jetzt mich filme, wie ich da drauf gehe, weil das da ja nicht saniert ist. Aber es stand kein Schild da. Betreten verboten oder so. Also ich denke mal nicht, dass es da Ärger gibt. Und spektakulär ist es jetzt nicht. Aber ich war mal drauf. So, da ist etwas zum Herunterspringen. Und ich filme mich jetzt nicht dabei, wie ich da runterspringe, sondern ich mache die Kamera einfach aus, einen glatten Schnitt und zeige euch den Torbogen von hinten. Habe dort auch ein, was ich dachte, übelstes tolle Denkmal entdeckt, aber es war nicht so. Denn da stand einfach nur Restaurant 2006. Aber lesen könnt ihr selber. Und ich sage mal Hallo. Oder besser gesagt, mein Schatten. Und das stand auch noch an dem Denkmal. Lesen könnt ihr alle selber. Und ja, dann dachte ich, ich gehe mal rum und suche ein Bild von jemandem. Aber ich habe keins gefunden. Und naja, deswegen bin ich dann auch einfach weitergegangen. Und ihr seht auch, der Park ist gut belebt, denn da fahren noch Fahrradfahrer lang. Wow, das ist der Torbogen, der eine Torbogen von vorne nochmal gesehen. Tada. Und dann gehe ich weiter zu Torbogen Nummer 2. Dort an diesem Torbogen habe ich mal ein Bild gemacht. Wahnsinn. An einem Stein. Ich saß auf einem Stein und habe ein Bild gemacht. Ich flippe aus. Das dann zu einem Profilbild auf Facebook wurde. Wow. Nun ja, der Torbogen von vorne und ich saß, wie gesagt, auf so einem Stein auf der linken Seite und habe ein Foto gemacht. Wahnsinn. Spitzeninfo. Da habe ich entdeckt, dass da irgendwie ein Loch im Boden ist. Und ich wunderte mich, was ist das? Aber vorher habe ich einen Weg entdeckt, einen Pfad, der ins Ungewisse führt. Nein, natürlich nicht. Der führt zu dem ersten Torbogen. Also von vorne, vom Tierpark her kommend ausgesehen. Den letzten, jetzt, den ich gefilmt habe. Und der erste, der da kommt. Der ist saniert worden. Und da kann man auch drauf. Weil da ist eine Treppe. Also ich denke mal ich. Entschuldigung, Leute, ich muss ein bisschen gehen. Da bin ich auch gleich nochmal drauf gegangen. Auf den ersten Torbogen von vorn. Und dort von, wovon ich gekommen bin, der zweite. Da sieht man die Waldschenke, die am Tierpark grenzt und am Mausoleumspark. Das, was ich das letzte Mal gezeigt habe. Und wenn ich unten bin, sehe ich einen Johann Georg Gedenkstein, der Erbauer dieses Parks. Da hinten ist nochmal ein Torbogen und hier ist ein Loch im Boden und das soll wohl ein Brunnen sein. Ich weiß aber nicht, ob der jemals an war oder an ist. Können vielleicht das auch mir helfen. Und so schließt sich jetzt der Kreis, denn ich bin wieder am Eingang vom Tierpark an dem Rondell, wo ich zum Georgium gegangen bin. Vorhin. Ich sage Tschüss und verabschiede mich und wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Video und bei den neuen Unterwegs in Dessau Folgen. Nach meinen zahlreichen Nebenaktivitäten, vier Videos an der Zahl, die ich die letzten Male gemacht habe, gibt es jetzt wieder ein
unterwegs in Dessau. Aber ohne Intensivwoche, weil die sind ja vorbei. Das habt ihr ja bei meinem The Voice Countdown gehört. Also die Menschenkette kam ganz gut an. Und auch bei der Facebook-Gruppe Dessau, meine Heimatstadt, die ich jetzt auf diesem Wege einfach mal grüße, weil ich dieses Video auch da rein posten werde, weil es doch sehr mit Dessau zu tun hat, was ich mache. Und ich habe über diese Gruppe Freunde kennengelernt, was mich sehr freut und die ich auch sehr mag. Und das grüße ich jetzt nicht nur die Gruppe, sondern auch Markus und Mandy, die immer sehr nett und sehr lieb meine Videos schauen. Und da mache ich jetzt gleich mal Hallo. Jedes Mal habe ich jemand Neues zu grüßen, das ist Wahnsinn. Und ja, diesmal war das Georgium dran, ne? Und dieser Park drumherum. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und weil ja jetzt die Intensivwochen nicht mehr sind, würde ich jetzt liebend gern mehr über das Theater erzählen. Aber es regt mich auf hier. Ich habe meine Haare gerade gewaschen. Ah, da fallen die immer so, wie sie wollen. Das ist schlimm. Naja. Ich möchte jetzt auch ein bisschen was über das Theater erzählen. Weil es echt vorangeht mit unserem Stück. Und ich kann es euch wirklich nochmal allen ans Herz legen. Am 5., 6. oder 7. Mai jeweils 17 Uhr ins alte Theater zu stürmen. Und unser Stück zu schauen. Ich bin heute mal in Weiß angezogen, weil wir heute auch Kostüme besprechen und Weiß da wo eine sehr große Rolle spielt. Und deswegen, ich habe mich da gleich mal passend angezogen. Habe aber auch noch andere Sachen mit, weil hier ist ja ein Motiv drauf. Ein kleines Äffchen. Dieses T-Shirt hatte ich einmal an. Nein, nie wieder. Das vergammelt eigentlich in meinem Schrank. Und das finde ich schade. Ich schweife ab. Ja, also wir kommen gut voran. Es geht halt immer noch um Planeten und Himmelskörper. Und das macht sehr viel Spaß, auch die Fantasie da ein bisschen freilaufen zu lassen. Und ich schreibe auch sehr viele Szenen mit. Wir alle schreiben Szenen und wir alle entwickeln Szenen. Halt, in denen ich mitspiele, schreibe ich auch einen großen Teil mit. Und es ist, wie gesagt, das ist was ganz anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Weil da hatten wir ein Stück und das ist, das ist fertig gewesen. Und dann hat man das gespielt und geprobt. Und wir entwickeln beim Proben eigentlich das Stück so an sich. Und das macht riesig Spaß. Und ja, was soll ich sagen? Es gefällt mir wahnsinnig. Es gefällt mir übrigens auch hier in Dessau sehr gut. Ich wohne ja jetzt muss ich überlegen, seit Ende August, also September. Ich fange an September an, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März. Schon über ein halbes Jahr wohne ich hier. Ist das Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? Und es gefällt mir auch trotzdem, weil es ist, ja, in Hamburg ist ein Mist. Kaff. Ein kleines Kaff. Ja, was will man sagen? Ich kann ja sagen, was ich will über Naumburg, denn die Naumburger, für die ich das Video eigentlich mache, gucken es ja sowieso nicht. Von daher, ne. Ja. Es ist Naumburger Kirschfest, da will keiner was drauf kommen. Es sind noch 100 Tage. Ja. Es gefällt mir sonst an Dessau sehr gut. Jetzt ist ja zurzeit das Kurt-Weil-Fest. Und da gibt es ja auch ein paar Veranstaltungen zu. Und Arbeit gefällt mir auch gut. Und mein Freund gefällt mir auch noch gut. Und ja. Was soll man sagen? Meine Freunde gefallen mir, ne? Ja. I like it. Gefällt mir.
Ich freue mich heute einen Nachmittag wieder aufs Theater, ne? Das ist immer so das Highlight dienstags. Okay, das war's schon von mir. Ihr habt ja mein Video vorher gesehen, das unterwegs in Dessau. Das Georgium, der Teil des Georgiums. Und dann kann ich mich auch schon verabschieden von euch, denn Intensivwochen sind vorbei. Es ist nur noch Theater, was da hinten dran kommt. Gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos und noch einen schönen Tag. Und die Sa sagt Tschüssi.